10 Fakten über Zecken, die gefährlichsten Tiere Deutschlands. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja, moin moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Heute soll es um Zecken gehen. 10 Fakten zu Zecken, die dich interessieren und vielleicht auch überraschen können, hoffe ich zumindest. Aus gegebener Jahreszeit habe ich mich im Moment sehr viel über Zecken informiert, natürlich um mich zu schützen, aber auch um den kleinen Samwise, meinen Hund, zu schützen. Deshalb kommen wir doch gleich mal zum ersten Fakt. Zecken haben ihre Nase an den Vorderbeinen. Ja, genau. Zecken riechen sozusagen mit ihren Vorderbeinen. Und mit dieser Nase reagiert sie auf Stoffe, die im Schweiß enthalten sind. Zum Beispiel Ammoniak, kann aber auch Kohlenstoffdioxid aus der Atemluft erkennen. Zweiter Fakt. Zecken sitzen gerne bis zu 1,50 Meter Höhe und wedeln mit den Vorderbeinen. Ja, genau. Zecken können auf Grashalme bis zu 1,50 Meter hochklettern und wedeln dann in der Luft sozusagen mit den Vorderbeinen rum, um das Kohlenstoffdioxid aufzunehmen, was zum Beispiel andere ausatmen, um sich dann mit kleinen Krallen, die vorne in den Vorderbeinen drin sind, blitzschnell festzuhaken, zum Beispiel im Fell von dem kleinen Samwise. Fakt 3. Zecken können unter optimalsten Bedingungen bis zu 10 Jahre leben. Das sind allerdings nur wirklich die optimalsten Laborbedingungen. Das heißt, dort hat man einmal getestet, wie lange eine Zecke, nachdem sie einmal Blut gesaugt hatte, dann überleben konnte, ohne nochmal Nahrung aufzunehmen. Und das waren tatsächlich 10 Jahre. Normalerweise kommt der durchschnittliche Holzbock, wie wir ihn ja gerne in den heimischen Wäldern haben, 3 bis maximal 5 Jahre über die Runden. Obwohl die Zecken solche kleinen Tiere sind, können sie lange Strecken überbrücken und sogar übers Meer kommen. Ihr seht das vielleicht manchmal. Fakt 4. Zecken können, obwohl sie so klein sind, tatsächlich lange Strecken und sogar Meere überqueren. Zecken selbst sind natürlich sehr klein. Ihr kennt die ja gerne mal aus dem Wald. Die können über kurze Distanzen schon deutlich schnell krabbeln für ihre Größe, wie ich finde, sind aber nach einigen Metern erschöpft. Trotzdem können sie so ausdauernd relativ lange wandern sozusagen, aber vor allen Dingen können sie sich an Vögel ranheften und so irre lange Distanzen überwinden. Gerne sind sie übrigens auch bei Langstrecken-Holztransporten einfach mit dabei, zum Beispiel in Moos oder unter der Rinde etc. Fakt 5. Zecken können nach einer Mahlzeit bis zu das 200-fache ihres vorigen Körpergewichts haben. Ja, ihr habt richtig gehört, die Scheißdinger können sie so vollsaugen mit eurem Blut, dass sie bis zu 200 Mal, das ist natürlich die höchste, ja, extrem, 200 Mal so schwer sind wie vorher. Und ich habe auch schon welche gesehen, die waren so groß, dass es mich, boah, geekelt hat. Fakt 6. Ein Zeckenweibchen kann 2.000 bis 20.000 Eier auf einmal legen. Fakt magische 7. Zecken haben sowohl Betäubungsmittel als auch Klebstoff in ihrem Arsenal. Damit der Wirt, also zum Beispiel mein kleiner Hund, nicht merkt, wenn eine Zecke ihn beißt, haben Zecken tatsächlich eine Art Betäubungsmittel mit an Bord. Dabei muss man allerdings auch gleichzeitig sagen, dass dieses Betäubungsmittel sehr stark ist, denn es braucht auch so eine Stärke des Betäubungsmittels, da der Stechrüssel viel dicker und gröber ist, als er zum Beispiel bei einer Mücke ist. Und gleichzeitig wird beim Festsaugen auch eine Art Klebstoff abgegeben, damit man die Zecke nicht einfach so abstreifen kann oder so. Das heißt, tatsächlich hakt sie sich nicht nur ein, sondern sie klebt sich dann auch nochmal richtig fest, sodass sie nicht einfach abgestriffen werden kann. Fakt 8. Zeckenmännchen sterben nach der Paarung. Ja, tatsächlich. Das Zeckenmännchen ist deutlich kleiner als das Weibchen und klettert, wenn das Weibchen sich rangesaugt hat, unter den Bauch und stirbt dann nach der Paarung. Auch kein schönes Schicksal, aber es gibt ja so ein paar Tiere, bei denen das so ist, soweit ich weiß. Zum Beispiel auch bei der schwarzen Witwe, aber die frisst ja, glaube ich, sogar das Männchen auf. Fakt 9. Nashörner und Giraffen haben die effektivsten Schutzmechanismen gegen Zecken gefunden. Tatsächlich ist es so, dass Nashörner auch von Zecken geplagt werden, aber wenn eine Zecke Nashörner befallen hat, geht ein Nashorn ins Wasser rein und dort gibt es spezielle Wasserschildkröten, die dann die Zecken abfressen, einfach von der Haut sozusagen, von den Nashörnern. Eine Win-Win-Situation, möchte ich sagen. Und die Giraffe hat auch einen, ja, äußerst wirksamen Schutz, möchte ich sagen, denn sie riecht einfach so, dass die Zecke sie nicht leiden kann. Fertig. Fakt 10. Zecken können tatsächlich die Waschmaschine überleben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es sind ja wirklich
zähe Mistviecher, ja. Also ich verbrenne sie gerne mit Freuden, weil das ist das einzige Tier, gegen das ich nicht tierfreundlich bin. Wespen sind auch schon äußerst unbeliebt bei mir, muss ich sagen. Und tatsächlich ist es so, dass eine Waschmaschine, wenn sie unter 60 Grad ist, die Zecken nicht tötet, weil Zecken überleben bis zu 60 Grad Temperaturen. Also ich, wenn ich eine Zecke abgesammelt habe, tue ich die ins Waschbecken und dann mit dem Feuerzeug rauf, bis das Scheißvieh tot ist. Das hörte sich jetzt böse an, als es ist, aber ich glaube, ihr könnt das verstehen, dass ich so rede in Bezug auf Zecken, auch wenn ich sonst sehr tierfreundlich bin. Das waren 10 Fakten zu Zecken, dem gefährlichsten Tier, was wir so in Deutschland haben. Vielleicht kannst du in den Kommentaren ja noch was hinzufügen, ergänzen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken für weitere Outdoor-Sachen. Und unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du brauchst. Wenn mal nicht, schreib mir gerne einen Kommentar unten rein, dann antworte ich drauf. Ansonsten bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.